So, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier beim Metalizer. Diesmal die Get Digital Lootbox aus dem November 2020. Wir schauen, was drin ist. So, und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Also da unten in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir packen mal aus. Fangen wie immer mit dem T-Shirt an. Da ein Shirt mit einer kleinen Botschaft, und zwar Stand Up for Science. Also steht auf für die Wissenschaft. Der Klimawandel ist real. Wir waren auf dem Mond. Impfungen wirken. Evolution ist ein Fakt. Chemtrails, also das, was die Flugzeuge hinten rausballern, ist halt nicht wahr, dass die Chemtrails rausballern. Und die Erde ist nicht flach. Super cooles Shirt mit einer super coolen Botschaft, gefällt mir richtig gut. Stehe ich auch voll und ganz dahinter. Und genau. So, dann haben wir etwas von Fallout aus der Vinyl-Kollektion, und zwar ist das eine Power Armor. Richtig, richtig nice, richtig cool. Ich spiele gerade auch wieder intensiv Fallout 76 und macht mir echt Spaß. Ist auf jeden Fall ein cooles Ding, und die Power Armor ist auf jeden Fall immer gut. Dann haben wir ein Trinkglas. Wir merken auf jeden Fall, dass das Thema der Lootbox im November definitiv Science ist. Das merkt man sehr, sehr gut. Und das Trinkglas mit irrationalen Zahlen, das ist dann zum Beispiel die eulerische Zahl, die Quadratwurzel aus 2 ist 1,41, ja, Katze, ist schon recht, ne? Gefällt sie, da möchte ich nur liegen bleiben. Die Katze war übrigens nicht in der Lootbox drin, also nicht wundern, das ist Nala. Und die hat sich hier gerade bequem gemacht. Ja. Also, das Trinkglas, auf jeden Fall eine coole Sache. Also Nala gefällt auf jeden Fall die Lootbox genauso. Wir haben hier oben noch Pi 3,14. Auf jeden Fall ein cooles Glas. Sehr, sehr nette Sache. Das stellen wir mal hier mit rüber. So, dann haben wir noch die Bottle of Death. Das ist auf dieser Wasserkaraffe geben 12 Markierungen an, ab welcher Menge diese Haushaltschemikalien einen erwachsenen Menschen töten können. Detaillierte Herleitungen und Erklärungen zu allen Werten auf gdlink.de/bottle of death. Das sind halt sowas wie Kochsalz, Benzin, Vitamin C. Interessant. Okay, also auch Vitamin C kann in hohen Dosen tödlich sein. Auf jeden Fall jetzt schon eine ziemlich, ziemlich coole Lootbox. Und das hier ist die Bottle of Death. 7 Liter Wasser können einen erwachsenen Menschen also auch umbringen. Vitamin C, das ist natürlich pures Vitamin C. Soda, hier haben wir noch Kochsalz, Alkohol. Also Ethanol, nicht Methanol, Zitronensäure, ja. Auch eine coole Sache, sehr schön. Dann haben wir hier noch die Bottle of Death Faktensammlung, also auch nochmal ein kleines Heftchen. Und da stehen dann so ein paar kleine Informationen drinnen. Ah, ich glaube, das ist eine Box. Die Packung ist mit 24x24x19 mm so dimensioniert, dass viele Dinge in sie hineinpasst. Kleinkram, Socken, Nunchucks, CDs, Pläne für die Weltherrschaft. All das und noch mehr kann komfortabel verstaut werden. Dann haben wir hier noch einmal Zauberwelten mit drinnen. Inklusive einem kleinen Buch hier. Ying Yong, die Legende der Adlerkrieger. Das ist eine Leseprobe. Auch immer ganz nett. Und hier haben wir halt dann noch ein kleines Zauberweltenbuch bzw. Magazin. Dann haben wir hier noch Tremors Shrieker Island. Das ist eine Postkarte. Also wahrscheinlich ein Kinofilm oder ein Film, der demnächst nochmal
auf DVD und Blu-ray kommen wird, vermute ich zumindest mal spontan. Außerdem haben wir noch ein Insect 3D Paper Puzzle mit einem Skorpion. Das ist auch immer ganz nett. Und natürlich nicht zu vergessen noch unser kleines Tütchen hier. Und zwar haben wir hier Exploding Kittens. Dies ist nur eine Demo-Version von Exploding Kittens. Die besteht nur aus nur wenigen Karten und ist für zwei Spieler. Wir haben diesen Text geschrieben, damit du dich schuldig fühlst, weil du diese kostenlose Version spielst, statt das richtige Spiel zu spielen. Also es steht hier hinten drauf. auf jeden Fall eine coole Sache. So, und dann gucken wir mal, was drin war in der Get Digital Loot Box. Also die Wasserflasche Bottle of Death für 20 Euro. Das Glas mit den Mathe-Füllständen für 9,95 Euro. Das Shirt Stand Up for Science auch für knapp 19 Euro. Der Fallout Power Armor für 9,95. Dann haben wir die Geschenkverpackung The Cake is a Lie für 6,95. Dann das kleine Insektenpuzzle für 2,95. Das Testspiel Exploding Kittens. Der Geek Button Ente. Achso, Wurzel aus Kuh. Genau, den hier. Das habe ich schon mal als Shirt, der war als Button nochmal mit dabei. Gerade fast übersehen. Dann Zauberwelten 2 2020, Kaffina Kaffee Schokolade Karamell. Für die, die gerne Kaffee mögen, woher kommen die? Aus Belgien, sind übrigens aus Belgien. Und in dem Lootbox Upgrade war Psycho Bandit aus Borderlands mit dabei für 20,95. Und in der nächsten Lootbox gibt es Asterix und Obelix als Upgrade. Was gibt es sonst noch Neues im Shop? Hier gibt es noch eine kleine Übersicht. Ein paar Turtles-Figuren, ein paar Trinkgläser und so weiter. Und genau, da gibt es noch ein paar Loot-Spawn-Reboxen. Und hier haben wir geliebte Entdeckung. Das gefeierte Kult-Franchise Tremors ist zurück. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des kultigen Thrash-Monster-Reihe erscheint am 26. November mit Tremors Shriker Island das sehnsüchtig erwartete neue Abenteuer auf DVD und Blu-ray. Ja, Michael Gross ist mit dabei als Raketenwurmjäger Bird Gamma. Genau, das war die Get Digital Lootbox für den November 2020. Thema war Science. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, was da drin war. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.